schönen guten Abend, meine Damen und Herren, lieber Herr Schümann. Zunächst mal aus Berlin ein frohes neues Jahr. Als Herr Schümann eben sich so ein bisschen versprach und sagte, Ostern wolle man in Berlin eine verhandlungsfähige Regierung haben, da haben ja einige den Atem angehalten. Wahrscheinlich dachten sie, ab Ostern sollen die Koalitionsverhandlungen weitergehen. So lange wird hoffentlich nicht mehr zu warten sein. Ich bin mal gespannt, was dabei herauskommt. Und ich drücke insbesondere, das will ich hier sagen, aus persönlicher Motivation der Frau Kramp-Karrenbauer die Daumen, dass sie ihren Unfall gut überstanden hat. Hätte sie gerne hier gehabt, sie ist eine begnadete Karnevalsrednerin. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Aber das ist in den Regionen, wo sie herkommt, wo ich herkomme, ist das was Wichtiges. Jetzt hat man mir eingeschärft, als ich hierher kam, zugesagt habe für den Klönschnack, bloß keine Politik, bloß nicht das Parteiprogramm vortragen, bloß nicht zu ernsthaft. Und dann habe ich gedacht, Mensch, also was machst du denn jetzt? Das bin ich ja nicht gewohnt. Ich habe dann drei hehre Prinzipien, Ideen, Gedanken genommen und gedacht, ich rede über Optimismus, Schönheit und Magie. Und das Erste, was mir dabei einfiel, war natürlich der HSV. Sie lachen. Sie lachen. Ich komme aus Köln. Wir sind Ihre letzte Hoffnung. Außerdem, ohne Optimismus könnte die Mannschaft gleich aufhören zu spielen. Mit der Schönheit, das lassen wir mal offen. Aber die Magie in Hamburg, was diese Dinge angeht, ist schon toll. Der HSV hat es geschafft, einen Titel herbeizuzaubern, den es überhaupt nicht gab. Relegationstitelverteidigung. Ich schwöre Ihnen, in Köln würde heute jeder unterschreiben, wenn man das angeboten hätte. Übrigens, Weltpokal, Sieger, Besieger, was der andere Verein in dieser Stadt erfunden hat, ist auch ein Titel, den es vorher nicht gab. Also, meine Damen und Herren, ohne Optimismus, um damit mal anzufangen, ein Jahr zu beginnen, das wäre ja geradezu schade. Und es fällt uns in Deutschland manchmal schwer, aber ich finde, man muss optimistisch sein und auch bleiben. Ich glaube, in dieser Stadt gibt es ein gutes Beispiel dafür, dass Optimismus sich letztlich doch auszahlt, und das ist die Elbphilharmonie. Wobei auszahlt, das ist noch offen, aber ein Jahr läuft da jetzt der Konzertbetrieb und ohne Optimismus hätte es das Gebäude vermutlich nie gegeben. Aber von weitem betrachtet sieht die Elbphilharmonie, jedenfalls die Baustelle, so ein bisschen aus wie diese GroKo-Verhandlungen in Berlin. Sie dauern viel länger, als wir dachten. Sie werden erheblich teurer. Und es ist am Anfang ganz schön unsicher. Die arme Frau Kramp-Karrenbauer hatte sogar einen Unfall auf dem Weg. Bis Ostern soll das Ganze jetzt gehen. Die Steuern sollen hochgehen. Die arme AKK, wie sie in Berlin genannt wird. Wir hoffen, dass es ihr bald wieder gut geht. Es gibt einige, die sind noch viel unruhiger. Die TKK beispielsweise und die anderen privaten Krankenversicherungen, die sind wirklich hochgradig nervös. Aber die Gespräche laufen. Und jetzt bin ich hier ein paar Mal angesprochen worden mit heftigem Schulterklopfen. Da habt ihr ja vielleicht einen Mist gemacht. Hättet ihr auch machen müssen. Jamaika. Warum ist eigentlich Jamaika nicht zustande gekommen? Fragen sich ja viele und manche sind traurig. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich bin auch traurig. Ich hätte das gerne gehabt. Ich hätte gerne gehabt, dass das klappt. Aber Sie haben in diesen Tagen einen der Gründe spüren können, warum es nicht wirklich klappen konnte. Sie kennen ja alle die Geschichte, dass wir eigentlich angeblich so nah vor der Einigung über alles gewesen sind und dann plötzlich ist die FDP aufgestanden gegangen. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber die erste Nachricht, die von den Jamaika-Verhandlungen sozusagen mitgeteilt wurde, war, wir verhandeln mit riesigen Truppen und es wird auch die ganze Zeit nach draußen kommuniziert. Das war nicht sehr schlau. Das wollten die GroKo-Sondierer jetzt besser machen. Kleinere Gruppen, die dicht halten und nichts ausplaudern. Das heißt, man braucht wirklich investigative Journalisten, hier sind ja einige, um die
Themen, Einigungen, Kompromisse und so weiter dem geneigten Publikum bekannt zu machen. Und die haben sich darauf eingestellt, wirklich nachzuforschen. Und das Erste, was dann passierte, war, dass Armin Laschet einfach mal so bei einer öffentlichen Rede erklärte, die Klimaziele für 2020 sind abgeräumt, weil die sind objektiv nicht mehr zu erreichen. Alle haben ganz erstaunt geguckt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Asterix kennt, diesen kleinen Franzosen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Armin Laschet Asterix ist. Aber da gibt es eine wunderbare Szene, wo der Barde entführt und in Rom eingesperrt wird. Und Asterix und Obelix fahren also nach Rom und versuchen ihn irgendwie aufzuspüren. Und dann kommt ein Legionär da in ihre Gaststätte, leidend wegen dieses schrecklichen Gesangs. Und der schlaue Asterix überlegt sich, das ist jetzt hier der investigative Journalist, wir müssen jetzt ganz raffiniert sein. Wir müssen ganz raffiniert sein und herausfinden, wo unser Barde eingeschlossen ist. Woraufhin Obelix hingeht und den Legionär fragt, sag mal Legionär, wo ist denn der Barde eingeschlossen? Ja, Kolosseum, drittes Untergeschoss, Zelle 17. So ungefähr läuft das jetzt bei den Sondierungen in Berlin auch. Es brauchte gar keine investigativen Journalisten. Das Klimaziel 2020 ist aufgegeben, weil so Armin Laschet, so die CDU-Kollegen, es objektiv nichts mehr zu erreichen ist. Meine Damen und Herren, als wir das von der FDP gesagt haben in Berlin, dass das objektiv nicht mehr zu erreichen ist, da sind wir fast in der Luft zerrissen worden. Und dann gibt es jetzt einige, die sagen, nö, wäre doch erreichbar gewesen. Man hätte nur die Hälfte aller Kohlekraftwerke stilllegen müssen, ein allgemeines Tempolimit sofort auf Autobahnen einführen müssen, sämtliche private Häuser dämmen müssen, das Baurecht verschärfen müssen, die Betriebe, die bestimmte Effizienzauflagen nicht einhalten, stilllegen müssen, und dann hätte das bis 2020 mit dem Klimaziel geklappt. Ja, meine Damen und Herren, wer will das? Deutschland wäre mindestens in Teilen mit quietschenden Reifen zum Stillstand gekommen. Deswegen haben wir gesagt, es macht nicht viel Sinn, es ist nicht besonders sinnvoll. Aber das war nicht zusammenzukriegen in Jamaika, und das ist nur ein Beispiel dafür, dass dieses Märchen so nah beieinander gewesen ist. Einfach nicht stimmt. Wir waren in der Sache sehr weit auseinander. Jetzt ist es natürlich so, man kann das schon so machen mit den quietschenden Reifen. Die Frage ist nur, ist es sinnvoll und notwendig? Und da habe ich mir mal sozusagen nochmal in Erinnerung gerufen, diesen herrlichen Jahresrückblick von Dieter Nuhr. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben, der ist ja wirklich komisch. Und der stellte am Anfang eine ganz entscheidende Frage. Ist das Verhältnis von Erregungshöhe zur Risikogröße in deutschen Städten am Feinstaub, den sofortigen Kindstodzustand, ist das Risiko, ist dieses Verhältnis auch irgendwie real? Oder sind wir nicht in einer Erregungsdynamik drin, die mit dem wirklichen Risiko nicht mehr viel zu tun hat, und versuchen wir in Deutschland gerade mit unseren Maßnahmen das Weltklima zu retten, obwohl es woanders noch dramatisch anders aussieht. Ich finde, und das hat nur da ausgeführt, man kann auch mal über den Tellerrand hinausgucken. Wie sieht es in Hamburg aus? Wie sieht es in Köln, in München, in Frankfurt aus? Wie sieht es in Peking, in Neu-Delhi, in Sao Paulo oder in Dakar aus? Ganz anders. Da haben sie wirklich Risiko. Und ich nehme diese vier Städte aus einem ganz bestimmten Grund. Peking, Neu-Delhi, Sao Paulo und Dakar. Nur diese vier Städte haben zusammen genauso viele Einwohner wie die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, Deutschland sollte nicht versuchen, im Alleingang die Sachen zu machen, sondern global denken und übrigens auch ein bisschen mal die Proportionen beachten. Jetzt sage ich was, was in Hamburg wahrscheinlich gefährlich ist. Aber ich zitiere ja den Dieter Nuhr nur. Das ist nur ein Zitat, nicht erschrecken. Die 15 dreckigsten Schiffe auf den Weltmeeren, die 15 dreckigsten Schiffe auf den Weltmeeren produzieren so viele Emissionen, wie halten Sie sich fest? Die Zahl ist verifiziert. 750 Millionen Autos. Das ist der gesamte deutsche Autobestand auf 16 Jahre gerechnet. Ist es deswegen wirklich notwendig, bei uns mit Dieselfahrverboten und ähnlichen Dingen zu kommen? Sterben wir am Lärm? Brauchen wir nachts? Es gibt bestimmte Städte in Deutschland, die diskutieren, glaube ich, Tempo 30 auf Hauptstraßen nachts. Ich weiß nicht, ob Sie so eine Stadt kennen, aber ich habe davon gehört.
Also wollen wir wirklich das Weltklima im Alleingang retten? Wollen wir unsere Erregungsdynamik immer weiter hochschrauben? Oder wollen wir vielleicht mit ein bisschen Augenmaß an die Sache rangehen? Eines, das war jedenfalls die Schlussfolgerung, ist klar, Ihren Diesel abschaffen und anschließend auf eine Kreuzfahrt gehen, das ist kein Grund für die. Das können Sie sparen. Aber ich hatte ja gesagt, wir wollen auch über Schönheit und Magie reden. Autos sind ja auch was Schönes. Herr Zetsche wird dazu sicher gleich noch was sagen. Aber wissen Sie, was heute in den Zeitungen stand? Ich meine, wir hier in Hamburg, Sie hier in Hamburg, Sie wissen das schon lange. Schöne Politiker sind erfolgreicher. Das ist kein Witz. Ein schöner Politiker bekommt bis zu 5% mehr Stimmen als ein Politiker, der nicht so schön ist. Das erklärt übrigens auch, warum Christian Lindner und Sarah Wagenknecht die absoluten Talkshow-Könige sind in Deutschland. Man sieht diesen schönen Menschen gerne dabei zu, wie sie ihre Argumente darbieten. Ganz egal, was man von den Argumenten hält. Eigentlich, ich sehe den Wolfgang Kubicki, bist du hier oder bist du nach Jakob? Eigentlich erstaunlich, dass Leute wie Wolfgang Kubicki und ich auch manchmal in Talkshows eingeladen werden. Aber wir sind das Beiwerk, um Christian Lindner und Sarah Wagenknecht noch schön erscheinen zu lassen. Also insofern, Schönheit zählt. Und meine Damen und Herren, hier in Hamburg, Sie wissen es alle, Katja Suding hat so tolle Wahlkämpfe hingelegt, mit wunderschönen Plakaten. Die haben hier in Hamburg das Prinzip schon bewiesen, noch bevor es erforscht war. Also, ich glaube, das ist was Besonderes. Nur jetzt kommen wir auf einen Punkt, der hat mir zu denken gegeben. Wir haben ja das Plakat von der Katja Suding gesehen, unser Mann für Hamburg. Auch hier war die FDP mal wieder eine totale Avantgarde. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja erst danach festgestellt, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, es gibt auch ein drittes Geschlecht. Also es geht uns nichts an, im Einzelnen. Aber das Bundesverfassungsgericht war da sehr modern. Aber meine Damen und Herren, ich finde das auch okay. Es gibt Menschen mit einem dritten Geschlecht, aber ich finde, wir sollten dem Bundesverfassungsgericht nochmal was anderes vorlegen. Denn diese Fixierung auf das Geschlechtliche, die ist viel zu kurz gesprungen. Was ist mit der Frage magisch und profan? Sterblich und unsterblich? Was passiert mit Vampiren, Basilisken, Werwölfen, Meerjungfrauen? Was machen wir mit denen? Wie kriegen wir überhaupt Meerjungfrau gegendert in den Pass eingetragen? Das ist ja alles noch ganz kompliziert. Und Sie werden jetzt denken, mein Gott, was redet der Lambsdorff da? Das hat ja überhaupt keinen Bezug zur Realität. Weit gefehlt. Weit gefehlt, meine Damen und Herren. Ich komme zu Ihnen aus der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn, wo wir nicht nur noch 6 Bundesministerium haben, sondern auch ein Bundesamt für magische Wesen. Das als sein Wappen nicht den Bundesadler hat, das wäre zu einfach, es hat den Bundeslurch. Jetzt denken Sie, mein Gott, also so ein Bundesamt, naja gut, aber die regeln wirklich politische Fragen. Sollen fliegende Besen von der Maut befreit werden? Wie geht es mit der steuerlichen Belastung oder Behandlung von Flohhalsbändern und Entwurmungsmitteln für Werwölfe? Da gibt es einen Erlass zu, die sind dann steuerlich absetzbar, wenn die Werwölfe zur Bewachung von Betrieben eingesetzt werden. Private Werwölfe können sich nicht steuerlich absetzen. Und seit 2015 gibt es ein weiteres Thema, und das ist die Frage, wie Wunderlampen arabischer Dschinns im Lichte des EU-Glühbirnenverbots zu behandeln sind. Das Bundesamt für magische Wesen hat festgelegt, sie fallen nicht unter das Glühbirnenverbot. Meine Damen und Herren, es gibt viel mehr Fragen, als Karlsruhe zwischen Himmel und Erde so vermutet. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in 2018 gehen, wir optimistisch in dieses Jahr gehen sollten, wir auf Schönheit setzen sollten, ganz allgemein, aber dass wir auch manchmal magische Momente erwarten sollten. Ich hoffe, dass wenn wir an Magie glauben, auf Schönheit setzen und optimistisch bleiben, dass 2018 ein wunderbares Jahr für uns wird. Und egal, was mit dem HSV oder dem 1. FC Köln passiert, ich wünsche mir, dass unsere Nationalmannschaft ihren Weltmeistertitel verteidigt. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.